Der Werwolf von Christian Morgenstern. Ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn: Bitte, beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Westwolfs Genitiv sodann, dem wem Wolf, Dativ, wie man's nennt, den Wehnwolf, damit hat sein End. Dem Werwolf schmeichelten die Fehler, er rollte seine Augenbähle, indessen bat er füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, daß er von ihr nichts wußte. Zwar Wölfe gibt's in großer Schar, doch wer gibt's nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind, doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben.